Allein bin ich stark, doch unsterblich mit dir. Wann, wenn nicht jetzt und wer, wenn nicht wir? Die Schwerkraft verlieren und die Sterne berühren. Wann, wenn nicht jetzt und wer, wenn nicht wir? Hallo, ich erkläre euch heute die Lochis. Ich erkläre euch heute nicht die Lochis, sondern ich erkläre euch heute Lieblingslied von den Lochis. Genau so mache ich es. Ihr habt ein Kapo am zweiten Bund. Hier. Wenn ihr kein Kapo habt, macht es ohne Kapo. Erkläre ich euch gleich, warum ihr ein Kapo drauf habt. Und ihr fangt an mit E-Moll. Dann kommt ein G. Dann ein A-Moll. Und dann ein D. Und das sind alle Akkorde für das ganze Lied. Ihr braucht keine weiteren Akkorde. Und mein Vorschlag wäre, dass wir das so anschlagen. Daumen, schlag die obere Seite an und dann mit dem Mittelfinger oder mit zwei Fingern oder mit dem Zeigefinger oder mit dem Ringfinger oder mit allen drei hier so noch umschlagen. So, also so, sondern so. Aus dem Handgelenk raus. Ja, Handgelenk bleibt ruhig. Schlagt an, Daumen. Kann man mal probieren, schadet nichts. Die Hand ruhig lassen. Braucht man für ganz viele Lieder. Und umso ruhiger die Hand bleibt, umso leichter findet ihr die richtige Seite. Weil, wenn wir jetzt den Anschlag so nehmen, wie ich den vorschlage, ich zeige euch gleich auch noch eine leichtere Version. Wenn wir das so machen, wie ich das jetzt sage, dann schlagen wir beim E-Moll die obere Seite an, die dicke Seite, die E-Seite. Wechseln wir zu G, schlage auch wieder die obere Seite an, dann gehen wir zu A-Moll, da schlage wir die zweite Seite an, die A-Seite, und bei D-Akkord schlagen wir die D-Seite an. Mach halt die A-Seite, habt ihr es gehört? D, A, spiele wollte ich D zweimal. Ich singe euch nochmal den Refrain langsam vor zu den Akkorde. Allein bin ich stark, doch unsterblich mit dir. Wann, wenn nicht jetzt und wer, wenn nicht wir? Die Schwerkraft verlieren und die Sterne berühren. Wann, wenn nicht jetzt und wer, wenn nicht wir? Jetzt geht's in die Strophe. Jeder weiß schon, reinkommen, spielt der DJ gleich diesen einen Song. Unser Schweiß tropft, Polizei klopft, feier mit und vergiss mal kurz deinen Job. Egal was kommt, das hier ist unsere Zeit. Wo ich auch bin, Hauptsache du. Allein bin ich stark und unsterblich mit dir. Wann bin ich jetzt? Und so weiter und so fort. Wenn wir bei Lieder, die immer die gleiche Akkorde haben, müssen wir darauf achten, dass wir Dynamik reinbringen. Dynamik heißt, dass wir manchmal leise spielen und laut spielen. Hier mein Vorschlag. Ich spiele den Refrain, so wie ich ihn gerade gespielt habe. So. Und in der Strophe spielen wir auf jeden Fall leiser. Ja? Jeder weiß schon, wenn wir reinkommen. Was man auch noch machen kann, das könnt ihr gerne mal probieren. Ich dämpfe hier hinter mit dem Handball, gehe ich auf die Seite, auf die tiefe Seite drauf oder kann es auf alle machen. Leicht drauf gehen, ganz am Anfang, wenn die Seite anfangen zu schwingen. Also da, wo dieser Steg, Bund, Steg, wo dieser Steg sitzt, da gehe ich leicht drauf. Jeder weiß schon, so klingt es dann. Jeder weiß schon, wenn wir reinkommen, spielt der DJ gleich diesen einen Song. Unser Schweiß tropft, Polizei klopft, Feuer mit und vergiss mal kurz dein Job. Egal was kommt, das hier ist unsere Zeit. Wo ich auch bin, Hauptsache du bist dabei. Allein bin ich stark, doch unsterblich mit dir. Dann mache ich auf.
dann wird es lauter an der Stelle. Gut. Damit kann man ruhig kreativ umgehen. Man kann auch das in der ersten Strophe bloß machen und in der zweiten Strophe wieder normal spielen oder bloß leise oder abgedämpft oder nicht abgedämpft, wo es passt, kann man das machen. Ganz zum Schluss haben wir noch ein Refrain, da haben wir bloß, da spielen wir bloß Ganze, und zwar: Allein bin ich stark, doch unsterblich mit dir. Wann, wenn nicht jetzt, und wer, wenn nicht wie? Die Schwerkraft verlieren und die Sterne berühren. Wann, wenn nicht jetzt, und wer, wenn nicht wie? Oh, denn dein Herz schlägt wie. Die gleichen Akkorde, bloß als Ganze angeschlagen. Gut, das ist dieses ganze Lied. Zwischendrin haben wir noch dieses. Kann man auch pfeifen, wenn man das kann? Seid kreativ. Wem das jetzt alles zu schwer war mit dem Anschlag, hier, mit dem Anschlag der rechten Hand, der kann, um es ganz einfach zu machen, jeden Akkord zweimal bloß anschlagen. Also einmal ganz anschlagen und nochmal ganz anschlagen. Dann klingt es so. Allein bin ich stark, doch unsterblich mit dir. Wann, wenn nicht jetzt, und wer, wenn nicht wie? Klingt irgendwie auch gar nicht so schlecht, oder? Finde ich. Okay, habt Spaß mit dem Song. Lieblingslied von den Lochis. Die Olchis hätte ich beinahe gesagt. Die Lochis. Lieblingslied. Wenn es noch Frage gibt. Achso! Kapodaster. Ich glaube, ich habe es schon mal erklärt in einem anderen Video. Der Kapodaster hilft uns dabei, das Lied in die richtige Tonart zu bringen, also in die richtige Tonhöhe. Wenn ihr den Kapo am zweiten Bund drauf habt, klingt es genauso, wie es bei den Lochis bei der Aufnahme klingt. Also wenn ihr zum Lied dazu spielt, dann klingt es genauso. Wenn ihr den wegmacht, dann habt ihr ein tieferes Sington, dann singt ihr tiefer. Allein bin ich stark, doch unsterblich mit dir. Wann, wenn nicht jetzt, und wer, wenn nicht wir? Das ist dann nicht die Originaltonart, aber geht genauso. So wird es dann klingen. In der Lochis-Tonart. Allein bin ich stark, doch unsterblich mit dir. Falls ihr eine höhere Stimme habt, könnt ihr es auch höher machen. Allein bin ich stark, doch unsterblich mit dir. Wann, wenn nicht jetzt, und wer, wenn nicht wir? So kann man mit dem Kapodaster kreativ umgehen. Oder ihr seid ein Mädel zum Beispiel, ich bin keins, aber ich finde, dass ihr eins seid, ist ja auch nicht weiter schlimm, aber dann habt ihr eine höhere Stimme und dann könnt ihr mit dem Kapodaster da hoch, so weit hochgehen, dass es zu euch passt. Ja, oder so. Ja. Das war's. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.